Gehen wir weiter im Programm, ein bisschen geändert. Wir hatten eigentlich ein Abschlusspodium vorgesehen mit einigen Gästen, die teilweise krankheitsbedingt jetzt nicht da sein können und dachten, naja, da machen wir doch aus der Not eine Tugend. Eigentlich ist ja das, was wir hier wollen, keine Frontalbeschallung, sondern ein Miteinander diskutieren. Das heißt, diese Fragen, die Sie jetzt alle schon mitgebracht haben, die gehen gar nicht an uns, an das Podium, was wir jetzt gleich dann doch haben werden in kleiner Runde, sondern sie gehen an alle und wir freuen uns, mit dem Fishbowl da auch ein Format gefunden zu haben. Ich darf Diana Prezell, Umweltbürgermeisterin der Stadt Mannheim, auf die Bühne bitten. In der Zeit, in der Sie sich einen Platz suchen, führe ich ganz kurz in das Verfahren ein. Und zwar sehen Sie, wir haben hier zwei leere Plätze auf der Bühne, sagen wir es mal so, in der Runde. Und möchten Sie jetzt nach einem kleinen Eindruck, den wir natürlich von Frau Prezell aus Mannheim haben möchten, wenn Sie diese Plätze besetzen und die ganzen Fragestellungen, die wir jetzt eben aufgeworfen haben, sowohl mit Frau Prezell als auch untereinander diskutieren. Das Fishbowl-Prinzip sieht dabei vor, dass Sie einfach freie Stühle besetzen können, Ihren Punkt, Ihre Frage, auch Ihre Position vortragen, vielleicht auch in der Runde diskutieren. Und wenn jemand Neues kommt, jemand anderes kommt, der sagt, ich habe aber auch noch einen wichtigen Punkt, dass Sie dann auch den Platz wieder räumen. Ja, aber jetzt erstmal zum Start. Professor Dr. Diana Prezell, herzlich willkommen und vielen Dank, dass es möglich ist. Sie hat den Weg auf sich genommen und wir haben das mit Kinderbetreuung jetzt möglich gemacht, dass wir hier zusammengefunden haben. Einfach ganz kurz zum Hintergrund, Sie korrigieren mich, wenn ich das falsch recherchiert habe. Sie sind als Forstwirtin und Journalistin viele Jahre im Umwelt- und Naturschutz unterwegs gewesen, unter anderem beim WWF. Sind seit 2021, also rund 2 Jahren, jetzt Bürgermeisterin für die Bereiche Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz in Mannheim und vielleicht als Ehren- oder Nebenamt an der Hochschule Eberswalde als Honorarprofessorin. Ich glaube auch noch im Landesvorstand der Grünen. Ich merke schon, Sie haben viel zu tun. Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir freuen uns auf die Perspektive aus Mannheim. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ein herzliches Hallo aus Mannheim. Und ich muss sagen, ich bin total beeindruckt von den Ergebnissen, die ich jetzt aus Ihren Gruppen gehört habe. Das war eine fachlich sehr versierte und tiefe Diskussion, so wie ich das beurteilen kann. Ich freue mich total, wenn wir uns noch ein bisschen austauschen können. Ich will einfach, genau, Sie haben mich schon vorgestellt, ich bin in Mannheim jetzt seit 2 Jahren Umweltbürgermeisterin, auch noch für den Bereich Stadtraum und Bauen unter anderem auch tätig, aber ich denke, hier ist wesentlich, was ich im Umwelt- und Klimaschutz so begleitet habe in den letzten 2 Jahren, und natürlich ist das Thema Wärmewende ein großes und eines, was uns gerade seit einem Jahr nochmal mit ganz großem Hochdruck beschäftigt, auch die Bürger der Stadt, auch natürlich Mannheim als Industriestandort, das können Sie sich vorstellen. Es kam jetzt auch schon die Frage aus Ihrer Runde, wie geht Mannheim denn mit der Dekarbonisierung um, mit unserer besonderen Situation. Wir haben ein Fernwärmenetz, das schon relativ gut ausgebaut ist. Man muss sagen, dass ich, als ich dahin kam, dachte, das wird eine spannende Aufgabe, mit einem der letzten großen Kohlekraftwerke Umweltschutz zu betreiben. Und das ist jetzt eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, fast das Gegenteil der Fall. Denn durch dieses Kraftwerk haben wir dieses große Fernwärmenetz. Und das wendet sich gerade zu einer interessanten Situation. Aber ich will vielleicht von vorne beginnen. Ich glaube, wichtig ist für Sie zu wissen, dass wir als Stadt uns entschieden haben, schon vor meiner Zeit den Sustainable Development Goals zu folgen und diese als Ziele der Stadt etabliert haben. 7 an der Zahl, dazu gehört auch das Thema Klimaschutz. Und das sind wirklich die Leitlinien, die auch für die Finanzierung, für die Etatberatungen dieser Stadt entscheidend sind. Jede Vorlage dieser Stadt muss begründen, welchen dieser Ziele sie sich verpflichten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir
uns entschieden haben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das war jetzt schon unter meiner Amtszeit und dafür auch jetzt Modellstadt für die Europäische Union geworden sind. Um gerade bei einer so industriell geprägten Stadt ist das schon eine besondere Herausforderung. Und dazu haben wir einen Klimaschutzaktionsplan auf den Weg gebracht, der sehr ambitioniert ist, der das wirklich vorsieht, wie wir das werden können. Und natürlich spielt das Thema Wärmeplanung dabei eine ganz herausragende Rolle. Und darüber hinaus natürlich auch viele Fragen, was gibt es für sogenannte Enabler, um klimaneutral zu werden? Das eine ist, die Klimaneutralität zu erreichen. Das andere, was braucht man auf dem Weg, um das wirklich zu schaffen? Und wir haben das in einem 180-seitigen Dokument niedergelegt, wie wir das machen wollen. Es war nicht ganz unumstritten in der Stadt, kann ich auch gleich sagen. Insbesondere jetzt das Thema, was hier nicht so eine Rolle spielt, nämlich das Thema Verkehr, war ein sehr, sehr umstrittenes in diesem Themenkomplex. Aber wieso erzähle ich Ihnen das alles? Eben weil das Thema Wärmewende und Dekarbonisierung eine herausragende Rolle spielen wird. Und wir haben das auch mit großer Mehrheit des Gemeinderats tatsächlich entschieden, dass wir diesen Weg gehen. Wir haben einen dritten Schritt gemacht, der gerade aufgebaut wird. Wir haben eine Geschäftsstelle für den Green Deal eingerichtet. Wie schaffen wir den Green Deal der Europäischen Union? Viele von Ihnen, ich glaube, Sie sind so versiert, dass Sie wissen, was das ist. Das ist im Prinzip das Nachhaltigkeitsprogramm der Europäischen Union mit 8 Handlungsfeldern. Und die zahlen natürlich viele davon auch in das Thema Klimaneutralität ein. Und wir haben für jedes dieser Handlungsfelder jetzt einen Manager eingestellt, der über die Stadtverwaltung und auch in die Stadtgesellschaft hinein sogenannte Deals entwickelt und mit der Stadtgesellschaft eben schaut, wie können wir diese Nachhaltigkeitsziele im Bereich Energie, aber eben auch Klimaschutz, im Bereich Ernährung, technischer Umweltschutz, Wirtschaft ist ein ganz wesentlicher, erreichen. Ja? Und also wir haben sozusagen ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsaspekten aufgebaut und mit diesen 8 Managern auch eine Geschäftsstelle, die das managt. Und auch da sind wir im internationalen Umfeld sehr beobachtet, wie das funktioniert. Und das Schöne ist daran, dass sich schon erste Firmen bei uns erkundigen und überlegen, sich bei uns anzusiedeln, um eben dann diese Nachhaltigkeitsaspekte auch umzusetzen und mit dem Blick darauf, dass wir eben 2030 klimaneutral sind, auch das Thema Energie für diese Firmen eben hoffentlich auch gelöst ist. So, das mal so als großer Rahmen, in dem wir agieren. Und wie machen wir das genau? Das ist ja für Sie ganz spannend. Für uns spielt das Thema Ausbau der Fernwärme eine ganz große Rolle. Wir stecken gerade mitten in der Wärmeplanung, wie das die anderen großen Städte auch tun. Das ist für uns ja verpflichtend, das ist für kleine Kommunen nicht verpflichtend. Für uns ist es verpflichtend bis Ende des Jahres. Aber der große Wurf war für uns auch hier der Klimaschutzaktionsplan, den wir mit einer intensiven Bürgerbeteiligung, auch mit so einem Random-Verfahren, wie Sie es gerade vorgestellt haben, umgesetzt haben. Und die Dekarbonisierung wird ganz wesentlich bei uns vom Thema Geothermie abhängen. Wir haben 2 Aufsuchungsbereiche in Mannheim, eine Firma, die das macht, die das auch zur Lithiumgewinnung interessant findet und die sehr schnell sind als Aktiengesellschaft, weil die einfach schnell Gewinne erzielen wollen. Und wir haben eine insbesondere von der MVV anderes Gebiet, das eben so ausgesucht wird und wo wir jetzt gerade diese Trucks rumgefahren sind, es wird jetzt ausgewertet, wie sind die Optionen, wo sind die Standorte und davon wird sehr wesentlich abhängen, wie unser Portfolio am Ende aussieht. Je mehr Geothermie, umso günstiger wird es einfach sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner der Stadt. Wenn das nicht so üppig ist, wie wir uns das im Moment erhoffen, dann kommt das Thema Flusswärmepumpe ganz intensiv bei uns in den Fokus. Da haben wir schon die MVV schon die erste gebaut, oder baut sie gerade. Das wird dann ein wesentlich größerer Aspekt nochmal sein.
Daneben ist die Frage, wie bauen wir unser Fernwärmenetz weiter aus? Wir haben etwa mehr als 60% schon an die Fernwärme angeschlossen der Haushalte. Das ist enorm viel. Aber natürlich fragt sich gerade jeder, wie gehe ich damit um in meinem Haushalt? Ja, wir haben zudem als Stadt auch im Rahmen des Klimaschutzaktionsplans jetzt nochmal ein 3-Millionen-Paket zusätzlich zu allen anderen Aktivitäten, die wir schon haben, aufgelegt, um auch das, und da gehört auch dazu eine Abwrackprämie für Öl- und Gasheizungen, um einfach die anderen Energieträger attraktiver zu machen. Und im Rahmen der Wärmeplanung wollen wir auf jeden Fall jedem Haushalt möglichst bald dann auch zur Verfügung stellen können, welche Versorgung werdet ihr erwarten können. Werdet ihr an das Fernwärmenetz angeschlossen? Das ist natürlich das Ziel, das in sehr vielen Haushalten möglich zu machen. Und die Frage ist auch, wann? Weil jeder natürlich auch planen muss, bis wann er seine jetzige Energieversorger oder Energieversorgung noch weiterführen muss und bis wann er eben ans Fernwärmenetz angeschlossen werden kann und wo es andere Lösungen braucht. Ja. Da werden auch Wärmepumpen eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Aber Wärmepumpen haben, ich denke, das haben Sie intensiv diskutiert, natürlich die große Herausforderung, dass die dann intensiv über das Energienetz betrieben werden müssen. Also da ist genauso eine Frage da, wie die Versorgung dann stattfinden kann. Und wir wollen das dieses Jahr möglich machen, den Haushalten diese Lösung auch präsentieren zu können. Ja, wie... Also was können wir euch anbieten? Und das wird Teil unserer Wärmeplanung sein. Ich halte das für absolut essentiell. In Dänemark hat man das ja schon in den 70er, 80er Jahren umgesetzt und sehr, sehr erfolgreich das dann nach und nach in die Realität auch umgesetzt. Die Zeit, die Dänemark hatte, werden wir nicht mehr haben. Das zumindest nicht mit dem Ziel, 2030 klimaneutral zu sein. Und natürlich, um jetzt noch den letzten Punkt, den ich aus Ihren Debatten in Erinnerung habe, aufzugreifen, ist die Frage auch der Energieeffizienz der Gebäude insbesondere. Das ist für uns auch eine große Frage und Herausforderung. Und da ist für mich sehr klar, da muss man sehr viel schneller werden. Da gibt es zwei Herausforderungen, die großen Kosten auf der einen Seite und das Handwerk auf der anderen Seite. Wir haben einfach gerade sowohl für die Frage der Energieeffizienz in den Gebäuden nicht die Handwerker, als auch fehlen sie uns bei der Frage, wie wir sehr viel schneller werden können, um beispielsweise diesen Anschluss der Fernwärmenetze umsetzen zu können. Also wir brauchen eine Offensive, eine Einwanderungspolitik, die anders ist. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, da sind wir intensiv mit der Industrie- und Handelskammer auch dran, dass in die Tat umzusetzen, aber ich glaube, wir müssen auch Handwerk und Einwanderung da wirklich nochmal neu denken. Und ich finde, da hat die Bundesregierung viel verschlafen, ich sage das ganz ehrlich, an der Stelle, das ist viel zu langsam gelaufen in den letzten 10 Jahren, das ist lange bekannt und ich bin sehr gespannt, wie wir da deutlich schneller und einfacher werden können, mit ganz vielen Aspekten. Bei mir ist auch die Ausländerbehörde ist auch bei mir im Team drin und da sind eben auch ganz große Fragen, wie kann man beispielsweise Abschlüsse viel, viel besser anerkennen, wie kann man schneller werden darin, dass man, wie kann man dieses System einfach nochmal neu bedenken. Denn das wird eine der ganz großen Herausforderungen sein, ja, um diesen Klimaschutz und auch die Wärmewende auf die Straße zu bringen. Gut, das vielleicht mal als ganz ersten kleinen Input von meiner Seite. Ich hoffe, es gab nicht zu viele Doppelungen zu dem, was Sie heute schon gehört haben, aber vielleicht nicht so sehr aus der Sicht einer Kommune. Von daher, ich bin total gespannt auf Ihre Fragen. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in das sehr ambitionierte Programm von Mannheim. Ich möchte gern die Runde öffnen, lade Sie ein, sich hier vorne dazuzusetzen, mit uns mitzudiskutieren. Während Sie noch überlegen, ob Sie sich trauen, habe ich auch direkt eine Frage, die ich Frau Pretzell Ihnen noch gerne stellen würde. Und zwar, jetzt haben Sie uns ganz viel erzählt, was Tolles läuft.
Was sind denn die Bereiche, die nicht laufen? Wo haben Sie so Bauchschmerzen? Sprechen Sie ruhig mal hier offen. Also nicht laufen kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe Ihnen die große Herausforderung mit dem Handwerk genannt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir beim Klimaschutzaktionsplan, das ist aber weniger bei der Wärmewende, sondern beim Klimaschutzaktionsplan einfach die Frage hatten, wie, also die große Sorge besteht im Bereich Verkehr, dass da große Veränderungen kommen, die nicht bezahlbar sind. Das ist, glaube ich, ein Punkt, das trifft aber hier Ihre Frage weniger. Wir haben die große Herausforderung, dass wir auch innerhalb der Verwaltung zu wenig Personal haben, sowohl für den Klimaschutz im engeren Sinne als auch eben für diese Fragen der Sanierung beispielsweise. Auch da brauchen wir seitens der Verwaltung Leute, die das umsetzen, ja, die Dinge auf die Straße bringen, die Radwege auf die Straße bringen, die Sanierung der Gebäude auf die Straße bringen. Und da haben wir einfach sowohl finanziell Herausforderungen als auch das Personal zu finden. Das sind, glaube ich, die großen Themen bei uns, ja. Und dann beobachte ich aber in anderen Städten durchaus, das ist bei uns noch kein Thema, dass aufgrund der gestiegenen Kosten auch Gemeinderäte Sorge haben, um Fragen der Energieeffizienz überhaupt noch umzusetzen. Die wollen bezahlbares Wohnen und das sehe ich in anderen Kommunen sehr wohl und kippen die Energiestandards. Also das sind schon Fragen, die uns nicht betreffen aktuell. Ich hoffe auch nicht in der Zukunft. Aber ich sehe, dass diese Debatte sehr klar kommt und ich halte sie für falsch, denn ich glaube, da ist vieles einfach nicht bekannt an Fördermöglichkeiten und ich glaube, es ist einfach auch sind keine Zukunftsmodelle mehr. Wir machen dann vielleicht kurzfristige Lösungen für den Wohnungsbau, aber die langfristigen Lösungen für die Zukunft unserer Kinder ist und überhaupt für attraktives Wohnen ist dann nicht gelöst. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist noch der innerhalb unserer Städte, dass wir bei der gesamten Planung in Richtung Wärmewende auch das Thema Klimaanpassung noch mit berücksichtigen müssen. Das spielt hier, glaube ich, jetzt so eine Schattenrolle wahrscheinlich heute, aber ich glaube, insgesamt spielt das Thema eine Schattenrolle und gerade für die Städte ist das ein ganz großes. Die Städte immer heißer werden und ich glaube, das muss man zusammenplanen, die ganze Energiewende und das Thema Klimaanpassung, also Begrünung der Städte in ganz großem Stil. Hat sich noch niemand getraut? Wer mag denn mal nach vorne kommen? Ich nehme auch sonst Fragen so entgegen, wenn Sie das lieber wollen. Ah, da kommt doch jemand. Super. Hervorragend. Hallo, ich bin Laura Kroschewski von der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa von Bündnis 90 Die Grünen und deswegen hat es mich total gefreut, dass Sie, ich habe davon noch nie gehört, diese Green Deal Büros aufgebaut haben. Also da würde mich nur interessieren zum Bereich Wärmewende, Gebäudesektor, weil Sie gesagt haben, da werden so Deals geschmiedet. Also man identifiziert in der Stadt Akteurinnen. Genau, und da wollte ich nur fragen, ob Sie darauf nochmal konkret jetzt für dieses eine Feld darauf eingehen können. Und die zweite Frage wäre so ein bisschen, ich war in diesem Workshop, soziale Wärmewende oder sozial klimagerecht sanieren. Genau, und da wäre die Frage, also ich kann mir ja vorstellen, Mannheim mieten auch mieten ganz, ganz viele Menschen. Und Sie haben ja gerade gesagt, dass es kein Gegensatz sozusagen ist oder dass Sie das nicht so spüren. Aber wir haben halt wirklich ganz viel diskutiert, wie schaffen wir es, also Sanierungsquote 1%, wie schaffen wir das sozusagen, dass dieser Impuls, dass Menschen, die vermieten, dass die sozusagen energetisch sanieren und diese Kosten aber nicht abwälzen. Also wie kann man das machen oder was wünschen Sie sich vom Bund? Also wir haben verschiedene Konzepte diskutiert, Teilwarmmiete, dieses Drittelmodell, aber alles hat uns jetzt noch erstmal nicht so richtig überzeugt und wir können das ja nicht so stehen lassen, dass sozusagen Mieterinnenschutz auf Kosten oder also dass Klimaschutz und Mieterinnenschutz gegeneinander ausgespielt werden. Ja. Gut, also ich gehe erst auf die erste Frage ein zum Local Green Deal und zum Thema Energie. Also die Energiemanagerin ist noch nicht da. Also das Team bildet sich gerade, vier der acht sind schon da. Die anderen kommen jetzt im April und Mai. Und
Die haben aber jetzt tatsächlich in den Feldern, wo sie schon begonnen haben, eben begonnen, erstmal genau eine Stakeholder-Analyse zu machen, zu gucken, wer ist da, was sind die großen Themen und mit wem können sie Deals schmieden. Und es kommen erste Fragen an uns. Ja, aber wir sind noch so am Anfang, dass ich Ihnen jetzt gerade zu diesem Thema tatsächlich auch noch kein Beispiel nennen kann. Wir haben mit einzelnen Industrieunternehmen in Mannheim auch schon im Vorfeld Deals geschmiedet, aber keins aus diesem Bereich. Ja, also von daher, aber wir merken, das Interesse ist groß und ich bin wirklich gespannt, was das für eine Fahrt aufnimmt, wenn alle da sind und wie das in die Stadtgesellschaft hineingeht. Wir haben klare Kriterien und vor allem, was ich vergessen habe, zusammen insgesamt monitoren wir auch unsere CO2-Bilanz sehr intensiv. Und da werden all diese Deals dann auch einfließen. Ja? Also wie schaffen wir es, eben runterzukommen von unserem CO2? Und das wird neben anderen Fragen, die wir gerade noch zusätzlich auch das Monitoring aufbauen, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt sein, ganz klar. Und zur zweiten Frage Gegensatz. Naja, also ich glaube, wir müssen den Menschen beides anbieten. Ich glaube, dass das Thema Sanierung eines ist, was intensiv gefördert gehört seitens der EU. Ich habe da keine andere Antwort drauf, ganz ehrlich. Die EU hat, was den Green Deal betrifft, hinsichtlich der Finanzierung dieser Fragen noch keine Antwort gegeben. Und das gehört für mich genau dahin. Und das gehört für mich sogar uns als Modellstadt, darüber mit der EU nochmal zu verhandeln und klar zu sagen, dass das notwendig ist. Das ist denen schon bekannt. Ich war letztes Jahr auch bereits im Timmermans-Kabinett und hab das da auch schon platziert. War denen auch da schon bewusst, aber es gibt noch keine klare Antwort. Und diese braucht es aus meiner Sicht, weil das kann nicht, das kann weder an die Städte noch an die Besitzer alleine abgewälzt werden, dann haben wir dieses soziale Debakel. Das können wir uns nicht leisten. Ja? Aber es gibt natürlich diese Modelle, die Sie ja wahrscheinlich auch kennen, dass je mehr ein Vermieter saniert, umso mehr Förderung kann er bekommen und umso mehr kann er, und dann gibt es einfach auch klare Spielregeln, was an den Mieter sozusagen überhaupt abgegeben werden kann. Also da gibt es schon auch zwischen dem Städtetag und dem Mieterbund Empfehlungen an die Bundesregierung, die ich Ihnen jetzt so knapp erzählen kann. Da gibt es wirklich Berechnungen, die da eben auch hinterlegt sind. Die kann ich Ihnen jetzt nicht legen, aber die gibt es tatsächlich auch als Positionspapier des Städtetages. Die sind, glaube ich, für Sie vielleicht sogar sehr relevant dann an der Stelle. Ja? Vielen Dank. Gerne. Ja, wir haben zwei Plätze, bitte. Ja, guten Tag. Hallo. Ich habe mir jetzt gerade bei der Erklärung von Mannheim, von den Chancen, also man muss ja sagen, Mannheim sitzt auf einem sehr hohen Wärmepotenzial, also mit der Geothermie. Was würden Sie denn tun, wenn Sie jetzt nicht auf diesem goldenen Boden sitzen würden, sondern sagen wir mal in der kalten Alp, wo eben die Potenziale nicht so sind. Wie sehen Sie da die Chancen? Also ist jetzt eine schwierige Frage so aus dem Off, aber würden Sie die Aufgabe da auch mit so einem Elan an oder würden Sie sich mehr Fragen stellen? Ich denke, jede Kommune hat ihre eigenen Herausforderungen, das ist ganz klar, ja. Und es gibt ja vielfältige Antworten. Ich denke, da muss man sehr, sehr viel mehr noch mit den erneuerbaren Energien agieren. Und natürlich hat man dann, also erstmal glaube ich, dass wir viel mehr Photovoltaik auch auf die Dächer brauchen, und zwar in einem ganz anderen Tempo als jetzt. Das ist aber auch wieder eine Frage der Handwerker. Ich komme immer mit dem gleichen Thema, aber es ist einfach im Raum. Ja, und es braucht, also das zumindest in den Städten. Und im ländlichen Raum spielt natürlich die Windenergie eine ganz große Rolle. Das ist auch klar. Da gibt es jetzt, da muss man einfach nochmal, bei beidem braucht es mehr Tempo, glaube ich. Die Herausforderung ist politisch immer wieder wie.
Aber ich glaube, dass die Photovoltaik insgesamt weit unterschätzt ist gerade und dass da eben nochmal größere Lösungen gefunden werden müssen. Ich glaube auch, dass da nochmal die technischen Innovationen, die jetzt sich gerade im letzten Jahr nochmal deutlich gezeigt haben oder deutlich verändert haben, helfen werden. Denn es gibt ja sowohl in der Photovoltaik auf dem Acker die Möglichkeit, jetzt nochmal ganz anders zu agieren, also mit kleineren Panels, mit Panels, die gerade stehen und gerade die Ost-West-Sonne aufnehmen und somit so die Spitzen, die die Dächer holen, eben abfangen können. Es gibt ganz andere Dachziegel und auch viel mehr Photovoltaik an den Außenfassaden, die viel weniger sichtbar sind. Da gibt es viel mehr Lösungen inzwischen und ich glaube, auf die muss man ganz stark setzen. Ja? Weil das wird nach wie vor schneller gehen als die Windenergie. Da müssen wir uns leider auch nüchtern ins Auge sehen, aufgrund der harten Genehmigungsprozesse, die immer noch nicht gelöst sind. Und von daher würde ich aktuell mehr auf Photovoltaik setzen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht in Mannheim säße und meine Geothermie unterm Po hätte. Genau. Und wir setzen trotzdem auf Photovoltaik intensiv. Das will ich auch sagen. Ich habe glücklicherweise einen Klimafonds, den ich selber verwalten darf, mit dem ich Photovoltaik auf die öffentlichen Dächer bringen darf. Und da darf ich wirklich einfach sagen, wir machen jetzt. Ich habe das gematcht jetzt auch noch mit dem Thema Begrünung sehr stark. Und alles, was kommt, kann ich im Moment umsetzen. Und ich bin darüber sehr, sehr froh und glücklich, weil wir dadurch schneller werden können. Ja? Aber natürlich nur bei öffentlichen Gebäuden. Ich stelle die Frage jetzt mal auch aus der sozialen Verteilung. Und Sie sitzen jetzt wirklich mehr auf der Geothermie-Chance. Also wir haben ja eine Ungleichverteilung jetzt auch von den Wärmequellen, die wir hier haben. Sehen Sie da irgendwie mal, also wir reden viel über Mieter und Sanierung, aber es ist ja auch im baden-württembergischen oder auch im gesamten europäischen Raum sind ja die Potenziale ungleich verteilt. Wie sehen Sie da irgendwie mal einen Handlungsbedarf, auch so einen Ausgleich in Europa dann einzufordern, zu sagen, okay, ihr habt mehr Potenziale? Das finde ich jetzt eine relativ hypothetische Frage, denn ich glaube, man muss eher den Ausbau insgesamt fördern. Ja. Und jedem das Potenzial, was er hat, möglich machen. Die Frage ist dann eher, was kosten die einzelnen Energiequellen? Und ich glaube, je standardisierter sie sind, umso weniger werden sie auch kosten. Von daher glaube ich eher, dass die Frage des Tempos und der Standards eine viel größere ist als des sozialen Ausgleichs, glaube ich. Ja. Im Prinzip ist das eine Förderlandschaft, auch eine europäische, genau. Dass wenn eine Region einfach benachteiligter ist, also so war das eigentlich auch gemeint. Genau. Und im Prinzip, ja, dann gebe ich an dich weiter. Danke. Magnus Schulz-Mönninghoff von der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen. Ich bin noch gar nicht so lange in meiner Rolle, deswegen... Ich habe nur bis jetzt nur erste Eindrücke, aber ich habe verstanden, dass Klimaschutzagenturen und auch Energieagenturen natürlich im Business sind, vor allem der Informationsaufbereitung und Weitergabe für Kommunen, für Unternehmen, aber auch eben für Privatpersonen. Und der Informationsbedarf ist ja relativ groß, sagen wir mal so. Und jetzt haben Sie ja bis 2030 klimaneutral zu sein, haben Sie ja wahrscheinlich noch mal exorbitant mehr auch kurzfristigen Informationsbedarf. Da würde mich einfach auch interessieren, wie Sie das angehen. Drucken Sie jetzt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Flyer für ganz, ganz viele unterschiedliche Themen? Oder welche Formen der Informationsmultiplikation, wenn man so nennt, nutzen Sie da am liebsten und am besten? Ja, das Interesse ist natürlich riesig im Moment. Wir haben mit diesen neuen Förderprogrammen, die wir jetzt nochmal für den Klimaschutzaktionsplan aufgesetzt haben, also bei dem Thema Solarmodul für den Balkon, das Programm war innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen ausgebucht. Ja, also das Interesse ist groß. Aber wie informieren Sie wir? Das ist ja Ihre Frage. Natürlich über multiple Informationsquellen. Ganz klassisch über die Homepage, aber was wir machen, ist sehr viele
Also wir machen Beratung nicht mehr face-to-face, sondern telefonisch, wenn nötig. Und wenn irgend möglich, machen wir ein sehr breites Angebot über digitale Strukturen, weil wir das Personal gar nicht haben ansonsten. Das schaffen wir gar nicht. Aber das machen wir sehr intensiv und sehr gut getaktet und das wird auch intensiv angenommen. Wir machen das auch zusammen mit verschiedenen Medien, also mit dem Mannheimer Morgen beispielsweise oder auch mit dem RNV-Fernsehen etc. Also, und wir machen es auch mit beispielsweise der Abendakademie, das ist bei uns die Volkshochschule im Wesentlichen. Also wir haben verschiedenste Multiplikatoren, über die die Klimaschutzagentur ihre Informationen weitergibt. Was sehr ausgebucht ist und wirklich schwer ist, ist die Face-to-Face-Kommunikation. Also das muss man sagen, manche würden das brauchen, ja, die Energieberatung. Wir bieten das auch an, aber das ist aktuell sehr schwer. Vielleicht, ich stelle noch eine kleine Rückfrage. Ich würde auch sofort jemand anderem gleich auf die Bühne wieder lassen. Ich war jetzt 4 Jahre in der Forschung und habe eben immer versucht, Leute zu überzeugen, vor allem mit schönen Grafiken und tollen Fakten, vor allem auch viel quantifiziert und so weiter. Aber man weiß ja aus der Klimaschutzforschung eigentlich auch, dass solche Sachen eigentlich gar nicht so überzeugend sind ganz oft. Also, dass Menschen auch ganz oft Entscheidungen eben treffen, so, ob sie jetzt in Ämtern sitzen oder als Privatperson, aufgrund von Erfahrungen, die sie machen können oder vielleicht auch guten Geschichten von Menschen aus einem ähnlichen Milieu und solchen. Das sind viel überzeugenderen Dinge eigentlich als eine schöne Grafik, eine Balkengrafik. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, eine Wärmepumpe kann man schwer ausprobieren irgendwie mal. Aber gibt es da auch vielleicht Überlegungen, so vielleicht auch so zum Thema Wohnungstausch, wie kann ich mich Wohnungen verkleinern, vielleicht mal so ein bisschen experimentieren oder haben Sie da vielleicht auch so Reallabore oder sowas mal vielleicht dabei? Also das haben wir aktuell nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn irgendjemand hört, er ist in Reallabor, dann läuft er schreiend davon, weil niemand will eigentlich das Versuchskaninchen und das Weiße mit dem rosa Bändchen sein oder so. aber Spaß beiseite. Ich glaube, im Moment ist der große Hebel einfach der des Geldes. Ja, also das funktioniert genauso gut und noch viel besser als jede gute Geschichte, ganz ehrlich, weil jeder einfach weiß, okay, da ist jetzt einfach die Notwendigkeit zu handeln. Es kommen nicht immer, die Entscheidungen sind da nicht, wie soll man sagen, nicht immer rational, das stimmt, das gibt es immer mal wieder. Also es gibt Menschen, die glauben, sie müssen jetzt unbedingt nochmal eine Gasheizung einbauen, weil ja, also alles andere ist ja unsicher. Also es gibt erstaunliche Entwicklungen, aber das sind Einzelfälle aus meiner Sicht. Ja. Und die Wärmepumpe, es gibt Musterwohnungen, ja, aber das ist, glaube ich, nicht entscheidend, sondern entscheidend ist da eine gute Beratung. Und ich glaube, auch viel entscheidender ist, was auf den sozialen Medien darüber geteilt wird und entsprechende Informationen auch hinterlegt sind. Ich glaube, das ist das, was heute für die Menschen zählt. Danke. Ja, danke. Wir haben wieder Plätze frei. Ja, gerne. Ich habe jetzt vorher ganz vergessen, dass ich mich ja vorstellen muss, weil ich komme aus Stuttgart, bin mit Tina Link Architektin, Energieberaterin und auch lange Zeit im kommunalen Sektor tätig und entsprechend, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Wir aus im BUND bei den Klimaschutz-Gesetzgebungsrückfragen kam immer wieder die Frage auf, ist es sinnvoll, Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe zu etablieren? Weil wir haben natürlich die Problematik, dass die Haushalte oft, die Haushaltsgenehmigungen oftmals einfach solche Projekte verhindern und auch klar in der Politik dann eher die schönen Leuchtturmprojekte nach vorne kommen, anstatt solche Projekte, die eigentlich für die Langfristigkeit notwendig sind. Wie sehen Sie das, die Pflichtaufgabe Klimaschutz? Also ich halte das für absolut notwendig. Ich sehe auch gerade große Bewegungen auf Bundesebene, dass diese Tore sich langsam öffnen
Und ich glaube, anders ist es nicht mehr umsetzbar. Der Klimaschutz ist eine Pflichtaufgabe für die Kommunen. Da müssen wir uns einfach in die Augen schauen. Genauso wie es der Umweltschutz vor 25 Jahren oder ein bisschen mehr jetzt, 28 Jahren eingeführt wurde, müssen wir diesen Schritt gehen. Es gibt keine Alternative mehr dafür. Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, das nicht zu tun. Und das ist auch der gerechteste Weg, dass die Kommunen, egal wie sie finanziell ausgestattet sind, diese Pflichtaufgabe bekommen. Und nur dann kriegen wir flächendeckend das hin, was wir dringend brauchen. Also es ist für mich völlig alternativlos. Super, danke schön. Danke. Ich bin Michael Krenbauer, einfach privat hier. Ich war früher lange Hausbesetzer in Berlin, jetzt bin ich Hausbesitzer im Kraichgau. Wir können noch sagen, welches Haus Sie in Berlin besetzt haben. Ich war ja lange in Berlin, das interessiert mich. Jakobstraße 12 in Moabit. Da habe ich 13 Jahre gewohnt. Okay, und bin immer noch oft dort, genau. Ich habe nicht verstanden, warum Sie vorhin eher Photovoltaik als Windräder empfohlen haben, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Baden-Württemberg bezüglich Windkraft ähnlich schlecht dasteht wie Bayern. Also ich, besonders schockiert hat mich, dass es vor ein paar Wochen erstmal besonders viel Wind war im Norden, dass dann aus Gründen der Netzstabilität in Baden-Württemberg dann das Kohlekraftwerk in Mannheim hochgefahren werden musste und in Bayern nicht. Bayern hatte tatsächlich das schon besser geregelt als Baden-Württemberg, was mich etwas schockiert. Ich bin totaler Verfechter der Windenergie. Ich habe nur einfach ganz pragmatisch gesagt, es dauert so lange. Und Photovoltaik ist einfach in der Genehmigung sehr, sehr, sehr viel schneller. Das ist eine rein pragmatische Empfehlung gewesen. Die Frage war ja, was würde ich tun, wenn ich als Kommune schnell 20 bis 2030 klimaneutral werden wollen würde und nicht die Geothermie hätte. Und ja, das ist einfach eine ganz pragmatische Entscheidung an dieser Stelle, weil das sich so verzögert aktuell. Ich finde das nicht gut und nicht richtig. Aber ja, das ist einfach die Realität. Ich würde gerne noch aber zu der Frage, die mir vorher gestellt worden ist, kurz noch eine Ergänzung machen, nämlich zur Frage Klimaschutz als Pflichtaufgabe, Klimaschutz und Klimaanpassung als Schutz, als Pflichtaufgabe bitte. Ja, beide gehören zusammen. Die müssen auch beide zusammen gelöst werden. Das wollte ich einfach noch mal kurz ergänzen an dieser Stelle. Danke. Genau, gerne. Ja, hallo, Felix Schweikart von Zukunft Altbau. Mich hätte jetzt noch interessiert zum Thema Fernwärmeumstellung auf andere Energieformen, ob Sie da schon Überlegungen haben hinsichtlich der Temperaturen, die Sie im Fernwärmenetz haben werden zukünftig, also falls Sie dazu was sagen können. Weil im Moment haben Sie ja wahrscheinlich sehr hohe Temperaturen, mit denen alle versorgt werden. Da wird es ja jetzt Anschlussnehmer geben, die hohen Temperaturen brauchen. Andere brauchen niedriger Temperaturen. Wenn man jetzt mit Geothermie und Wärmepumpe vielleicht rangeht, hat man vielleicht im ganzen Netz nur noch niedrigere Temperaturen oder macht man dann Teilnetzbereiche, wo es höhere Temperaturen gibt und Teile, wo es niedrigere Temperaturen gibt? Gibt es da schon Überlegungen dazu? Also das ist eine Frage, die eigentlich die MVV beantworten muss. Ich weiß, dass es Überlegungen dazu gibt, wie man damit umgeht, aber das wird in der Wärmeplanung erst noch konkretisiert. Also ich kann Ihnen da keine endgültige Antwort leider geben. Ja, ich wollte ein paar Kommentare machen, ich kann auch direkt darauf eingehen. Also hier in Karlsruhe zumindest haben wir 160 Grad heiße Tiefengeothermie. Das Wärmenetz läuft nur auf 140. Also normalerweise würde ich sagen, oh mein Gott, 140, das ist viel zu heiß, wir müssen irgendwie runter auf 70 Grad. Hier im Oberrheinkram kein Problem, also Temperaturen gar kein Ding. Auch erst einmal noch kurz zu mir, mein Name ist Raphael Krusek, ich arbeite bei der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Wir sind auch die regionale Beratungsstelle zur kommunalen Wärmeplanung in der Region Stuttgart-West. Also meine Aufgabe ist, Kommunen zu begleiten bei der kommunalen Wärmeplanung. Und daher wollte ich auch ein bisschen auf diese Frage, was mache ich denn eigentlich jetzt, wenn ich keine Tiefengeothermie habe, eingehen? Weil das ist gerade bei uns im Landkreis Ludwigsburg wirklich ein ganz großes Problem und eine ganz große Fragestellung. Wir haben ein paar Kommunen, die sitzen noch am Neckar. Ja, wunderbar, dann nehme ich meine Flusswärmepumpe und ziehe da Wärme raus. Geht. Da ist dann schon wieder die Frage, woher kommt der Strom? Ja klar, ich baue Photovoltaik hin, klasse Sache, aber Photovoltaik bietet mir halt nur im Sommer genügend Strom. Und gerade im Winter, dann wenn wir viel Wärme brauchen, liefert die mir halt fast nichts.
Und das ist ein ganz großes Problem. Und jetzt erstmal, um irgendwie mit einem erneuerbaren Energienanteil hochzukommen, gar nicht schlimm, sondern dann ersetzen wir halt schon mal im Sommer die Kohle und das Gas. Gut, aber für den Winter, im Winter kommen wir nicht um die Windräder drumherum. Deshalb ist das wirklich so absolut essentiell. Im Winter werden wir perspektivisch auch einen höheren Strombedarf haben wie im Sommer. Also wir brauchen ganz, ganz zwingend die Windräder, auch in Baden-Württemberg. So viele Leitungen können wir gar nicht bauen. Das ist auch sozial ungerecht, zu sagen, wir bauen durch ganz Deutschland überall Leitungen. Bei uns nicht mehr, weil wir verbrauchen ja dann den Strom. Ne? Also wir müssen sie nicht durch Baden-Württemberg durchbauen, sondern nur durch alle anderen Länder, damit der Strom von Norden herkommt. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen auch hier schauen, was geht. Das als erster Punkt. Der zweite Punkt, es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten, wie ich die schöne Sonnenenergie vom Sommer in den Winter bekommen kann. Und auch da macht es Dänemark vor. Wir haben heute schon ein paar Mal was von Dänemark gehört. Die haben da sehr viel schon in der Pipeline und haben viel gemacht. Und zwar nennt man sich das ganz einfach saisonale Wärmespeicher. Was die machen, ist wirklich riesige Solarthermieanlagen, mehrere Hektar groß, und tun damit die Wärme vom Sommer speichern und nutzen sie im Winter. Und dann kann ich plötzlich was sehr, sehr Systemdienliches machen. Ich kann im Winter, wenn sehr viele Windstrom gerade da ist und alle Windräder laufen, ja klar, dann lasse ich meine Luftwärmepumpe laufen, die ins Wärmenetz einspeist. Aber dann, wenn kein Wind weht, dann schalte ich meine Wärmepumpe im Wärmenetz aus und ziehe einfach die Wärme aus dem saisonalen Wärmespeicher, sodass ich 50% meiner Wärme aus einem saisonalen Wärmespeicher habe, sodass ich da auch diese Dunkelflaute gar kein Problem mehr habe. Ne? Als Wärmenetzbetreiber sage ich dann, ja gut, dann nehme ich halt die Wärme vom Sommer, die habe ich schon da. Und so können wir da systemdienliche Sachen machen, und genau dafür ist die kommunale Wärmeplanung ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich schauen, welche Probleme werden wir da in den nächsten 10, 15 Jahren haben und das schon heute angehen, diese Strategien entwickeln und auch entsprechend groß denken. Ne? Das heißt, bei uns im Landkreis wahnsinniger Flächendruck, und wir stellen uns hin und sagen, okay, wir brauchen nochmal 2-3 Quadratkilometer für den ganzen Landkreis an Fläche. Das ist politisch nicht einfach, aber das kriegt man hin, wenn man darüber redet, was sind die Alternativen. Und einfach alle anderen Alternativen sind noch viel, viel, viel schlechter, und dann kann man sich plötzlich sehr einfach darauf einigen. Wenn ich es mit der Vergangenheit vergleiche und sage, naja, Gas ist eine einfache Sache, hat die letzten 20 Jahre gut geklappt, dann kriege ich es nicht durchgesetzt. Ne? Also ich muss wirklich nach vorne schauen und schauen, welche Lösungen habe ich, und dann da die beste auswählen. Und zwar eben so, wie das Stromsystem in Zukunft sein wird, ne? Schon 20, 30, 80% Erneuerbare, das ist Wahnsinn, das ist ein ganz anderes Stromsystem, wie wir es kennen, und da plant noch kein Stadtwerk mit. Ne? Das ist wirklich Bildungsarbeit für alle auf allen Ebenen, insbesondere natürlich auch in Verwaltungen, in Gemeinderäten und so weiter. So viel wollte ich mal mitteilen. Super. Ja, herzlichen Dank. Wir nehmen noch einen letzten Punkt. Herzlich willkommen mit in die Runde und kommen dann so langsam zum Abschluss, damit wir nicht allzu sehr überziehen. Ja, vielen Dank. Volker Stelzer vom KIT, Wissenschaftler zur Zukunft der Energieversorgung, also von der Weltebene bis zum Gebäude. Also mein Name ist so mittendrin. Eigentlich anknüpfend an das Thema gerade, das war ja ein bisschen jetzt für die Wärmespeicherung, also diese Übertragung von dem hohen Anfall, den wir im Sommer haben, halt dann auch in den Winter rein für die Flächenkommunen. Jetzt meine Frage, Geothermie ist ja eigentlich eher für die Grundlast. Und die Frage ist, wie ist auch die Flusswärmepumpe eigentlich, die kann eigentlich am Idealen voll durchlaufen, ist Grundlast, aber es gibt eben die Spitzenlast, und es gibt dann gerade im Winter, das haben wir jetzt schon öfters gehört heute, dann die höheren Bedarfe auch. Ist da was angedacht? Und gut, wir werden wahrscheinlich sagen, dann MVV-Sache, aber ich denke mir, die Stadt muss da mitplanen. In Zukunft werden wir ja Quartiersstromspeicher haben müssen in den Städten, wo dann abgefangen wird, wenn die hohen Solarstrahlungen sind in Mittagszeit und in der Nacht dann die hohen Nachfragespitzen sind von der Elektromobilität. Und da ist es ja unsinnig, das Ganze immer bis zum Hochspannungsnetz durchzuleiten. Wir werden die Stromquartiersspeicher haben und das zu koppeln mit Quartierswärmespeichern, weil man dann praktisch diese Überschüsse an Solar, ja, kann man dann den Wasserstoff, könnte das eben lokal und dann für die Wärme, und das kann man auch dann sogar eben dann bis in die Saisonspeicherung mit reinnehmen, oder mit den Thermoskannen, was ja in Dänemark war ja als Beispiel, die haben ja diese großen Speicher, ist sowas angedacht, weil da müssten sie dann in Planungsbereiche auch gucken mit Flächenbereitstellung, wo ist es vom Wärmenetz her ideal und so weiter. Sie sprechen genau die Herausforderungen an, die es natürlich gibt, die wir jetzt in der Wärmeplanung gerade auch versuchen zu lösen.
Die Wärmeplanung ist Ende des Jahres fertig, dann kann ich sie endgültig beantworten. Aber es ist genau die Frage, ja, also die wir gerade auch ins Detail planen, und die MVV ist da mit an Bord, ganz klar. Aber ich kann es Ihnen noch nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben recht, und es ist die große Herausforderung, das Mix da richtig zu finden. Genau, gerne. Ja, jetzt erlaube ich mir noch eine Abschlussfrage zu stellen. Ich habe so zwei zentrale Punkte heute mitgenommen, nämlich zum einen, nur mit Problemdruck ändert sich was. Das ist schon ein bisschen bittere Erkenntnis, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Michael Bloss vorhin erzählt hat, ja, das mit dem CO2-Preis auf der EU-Ebene, das ist gar nicht so viel, also glänzt gar nicht, nein, ist gar nicht so viel Gold, wie es glänzt, schlicht weil die quasi deutsche CO2-Preise nach oben begrenzt werden. Das ist eher die dystopische Perspektive, möchte ich nicht. Ich nehme lieber die von Birgit Schwegel heute Morgen, die gesagt hat, ja, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, wir müssen eigentlich eine Erzählung haben. Und ich würde mir jetzt so ein bisschen eine Idee für diese Erzählung für uns alle in der Wärmewende über Mannheim hinaus auch wünschen zum Abschluss. Von mir. Ja. Die Erzählung wäre, dass wir 2030 nicht nur in Mannheim, sondern vielleicht in ganz Baden-Württemberg die Wärmewende so umgesetzt haben, dass die Kommunen ihren Weg gefunden haben, dass wir da, also dass die Kommunen wirklich wissen, wie sie es machen und auch stolz darauf sind. Und Baden-Württemberg, da das Musterland ist, in dieser Hinsicht die Wärme und auch die Energieversorgung echt gesichert zu haben. Das wäre so die Erzählung, die ich mir wünschen würde. Dann wären wir, glaube ich, richtig gut. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben heute ganz schmerzlich eine Institution vermisst. Das war das Handwerk. Wir haben ständig vom Handwerk gesprochen. Und wir haben es durchaus eingeladen und es haben sich alle möglichen Ebenen sehr darum bemüht zu kommen, aber irgendwie haben wir echt einen blöden Termin für die, insbesondere die Vertreter der Heizungsbauerinnungen, die wir angefragt hatten, erwischt. Wir haben versprochen und wir haben uns gegenseitig zugesichert, dass wir damit nicht aufhören, sondern dass wir gemeinsam mit dem Handwerk auch weiterdenken, weitermachen. So bleibt uns jetzt an der Stelle nur zu hoffen, dass auch wir damit den verschiedenen Innungen gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielen herzlichen Dank an allererster Stelle an Sie und euch als Publikum. Fantastisch, was wir heute hier für die Dynamik gesehen haben. Danke fürs Durchhalten. Jetzt wird es langsam spät und trotzdem sind noch so viele da. Aber natürlich insbesondere den Dank auch an die Referierenden, die heute hier waren. So sie noch da sind, werden sie, glaube ich, auch gleich noch mit einem kleinen Geschenkchen bedacht. Wir haben natürlich aber als Vorstand der Böll-Stiftung den ganz großen Dank an das Team der Geschäftsstelle der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, namentlich an Mathieu Cuisnet, der hinten steht, als den Verantwortlichen der Tagung. Und Steffen Petruch, der projektbezogen das Team an der Stelle unterstützt hat. Dank an das Technikteam der IHK, dank an die Kolleginnen und Kollegen des Caterings, die uns hier heute so gut versorgt haben. Natürlich, Sie haben es gemerkt, möchten wir von Ihnen auch ein Feedback, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Es fehlen keine Stifte, habe ich mir sagen lassen, sondern das sind Feedbackbogen zum Einreißen. Wir freuen uns über eine rege Rückmeldung. Wenn es ein bisschen ausführlicher sein darf, natürlich gerne auch im Anschluss persönlich oder per Mail. Ich möchte noch hinweisen auf das Material, was wir mitgebracht haben, insbesondere von der Bundesstiftung zum Thema Wärmewende. Sabine Drewes, die heute Morgen die Moderation übernommen hat, hat da ja viel organisiert, da wurde viel publiziert. Außerdem haben wir auf unserer Webseite auch sowohl die Webinare wie auch Podcasts der Bundesstiftung speziell zum Thema Wärmewende verlinkt. Ich möchte es Ihnen wirklich ans Herz legen. Schauen Sie sich die an, hören Sie sich die Podcasts auch an. Da passt ganz viel von dem, was die Bundesstiftung da in den letzten Jahren ja quasi vorbereitet hat, zu dem, was wir hier heute diskutieren. Es wurde vorhin aus dem Publikum noch der Hinweis gegeben zu einem Film
von SWR Wissen zum Thema Wärmepumpe. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich möchte ihn jetzt aber trotzdem mal unbesehen zur kritischen Betrachtung weitergeben. Vielleicht nehmen wir den auch noch in unsere Linkliste mit auf. Natürlich möchte ich Sie auch einladen zu den weiteren Veranstaltungen, die wir als Böll-Stiftung Baden-Württemberg in den nächsten Wochen und Monaten anbieten. Melden sich gerne für unseren Newsletter an oder registrieren sich für unsere Signal-Gruppe, wenn Sie sehr mehr wissen wollen. Jetzt noch die letzte Einladung zum Ausklang. Wir sind noch eine Weile da. Es gibt noch ein paar Snacks und Getränke. Wir freuen uns, noch weiter ins Gespräch zu kommen. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmenden eine gute Heimfahrt, einen schönen Abend und ein schönes Restwochenende. Vielen Dank. Applaus